So, die nächste Runde steht an. Wir werden jetzt mal wieder einen Fernkampf-Assassinen spielen. Wraxxes Hold Out. Ich hätte mal Bock wieder auf Sergeant Hammer. Hätte ich mal richtig Lust drauf. Sergeant Hammer. Wir brauchen einen guten Solo-Laner. Es sieht nicht danach aus, als hätten wir einen guten Solo-Laner. Zu helfen. Nur der Sieg zählt. Ich muss zur Tat schreiten. Das Warten hat ein Ende. Ist nicht gut, Sergeant Hammer zu spielen. Ist komisch, dass sie immer genau wissen, was ich spielen will. Und das dementsprechend auch dann picken. Seltsam. Ja, dementsprechend auch die Counterpicks ran. Und Kate, das ist ein guter Counterbahn. Counterpick und Cassian natürlich auch. Bei Helden, zu denen ich gerade tendiere, sind Amana Sebo, Spider-Bird und Phoenix in der Top-Lane. Wir brauchen ein bisschen AOE-Humber, wir brauchen aber auch einen Tank. Da hat er recht, wir brauchen eine Solo-Lane. Ich könnte da Sebo machen. Oh, Sebo. Oder Phoenix. Okay, möglicherweise muss ich gegen Imperius. Gegen Imperius könnte es schwierig werden. Bon Sergeant Hammer. Ja, das ist zu riskant gegen Arthas, Kell und Co. Nehmen Nasebo. Ich höre den Ruf. Weil, wenn Imperius mich stunt, der Arthas rootet mich, die Cassia blindet mich, das ist zu viel. Zu viel Counter gegen Sergeant Hammer, das können wir vergessen. Ja, Nasebo in der Toplane spielen. Nicht das Beste vom Besten, aber mit Spider-Bit kann man durchaus mal ein Objective gut halten.
Darf mich halt nur nicht packen lassen von Imperius oder so. Bienvenidos a la Catedral de las Mejores Batallas del Nexo. La arena está de bote en bote y arrancamos. Ja, ja. Seid ihr bereit, euren Zoll und Boden zu lassen? Jederzeit. Faltan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Empezamos! Ich gehe. Der Hexekrabbler bin ich ehrlich gesagt kein großer Freund von, aber ich hätte schon mal Bock, es auszuprobieren, wie stark das eigentlich sein kann. Wir dürfen halt nicht missen, das ist ja das eine. Imperium, der hier ist. Ich verstehe. Signale sind aktiv. Übernehmen Sie die Kontrolle darüber, wenn das nur gut geht. Elige un talento. Y ahí está la cuenta. Uno, dos, tres. Fuck, es ist halt echt schwierig, dass ich da oben irgendwie gewinne. Der macht halt einfach unglaublich viel Schaden. Ich spiele das jetzt einfach mal komplett durch, um zu gucken, ob ich da irgendwas reißen kann mit dem. Auch relativ viel Erfahrungspunkte oben verloren. Ich kann auch
müsst erholen euch. Die Zeit eilt. ¡Talento! 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 Schade, ich bin leider nicht mehr hinterhergekommen. Zack, eliminiert. Feldforschung ist so aufregend, haben sie gesagt. Denen werde ich zeigen, was Aufregung ist. Ich verstehe. Ich muss hier dringend mal wieder die Helden treffen. Euer Untergang ist besiegt. Weg ist frei. ¡Qué talento de estos luchadores! So, was sind wir spielen? Den Geist oder den Koloss? Den Koloss spielen. Nutze jetzt einfach mal die Chance und push hier ein bisschen rein. Die Geister sind einverstanden. Ja.
gesehen. Ich gehe jetzt wieder nach oben. Shit. Ja, der Imperius geht jetzt auch nach oben, so wie es aussieht. Ich gehe. Talento! Talento! Okay, jetzt wieder nach unten. Ah, ich verstehe. Und okay, gut. Und ich hier wieder nach oben. Ich kehre zur Basis zurück. Und wieder nach unten. Aber ich glaube, der Anubis ist dead, oder? Nee, obwohl er kriegt kein Damage mehr gerade. Gesegnet, Heimer. Natürlich. Scheiße, ich brauch dringend mal. Ich brauch keinen Brunnen mehr hier. Die Geister holen euch. Geh mal hoch. Elige un talento. Dieser Held muss sterben. Seid verflucht. Okay, ich gehe jetzt mal nach oben, das Camp defenden.
Was haben wir spielen? Seelenernte werden wir spielen. Führt uns, ihr Geister. Lasst uns dieses Tor verteidigen. Hier kommt euer Tod. Freno de nuestro héroe se acabó. Scheiße, ey. Ah, ich hätte unten bleiben sollen. Sie haben es halt da unten wieder verschissen, ey. Ist so ärgerlich. Du bist die ganze Zeit immer noch am rumrotieren, weil sie es halt einfach nicht gebacken bekommen. Mal zu viert da unten den Fall zu gewinnen. So ärgerlich, ey. Er hat natürlich seinen beschissenen Ulti wieder ready. Und jetzt sind die wahrscheinlich sogar dead. Das ist mega ärgerlich, ey. Ich hätte da oben gegen den Imperium sollen, ich hätte unten bleiben sollen. Und sie daher töten sollen. El público está que arde. Hat leider das Keep gefallen. Schade. Wir können mit perfides Gift spielen, weil wir haben jetzt bald alle 6 zusammen, aber ich weiß nicht. Kerrigan stirbt 8-mal, ist echt kein guter Pick hier gewesen. Kerrigan hat nur am Rumdümpeln. Wir haben immer noch eine Chance, aber die Chancen werden halt immer geringer. Ich hätte den Imperius, ich hätte unten bleiben sollen, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Wenn wir sehen, dass der Imperius oben ist, dann werde ich runtergehen und versuchen, der Überzahlspiel irgendwie für uns zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie den Boss machen. Das ist schon extremst eigenartig, so ehrlich gesagt. Mal runden, runter und versuche das zu defenden und dann komme ich hoch. Wie hin da. Ich registriere eine Energiespitze bei den Signalen. Sie werden bald aktiv sein. Spektakulär, señores! Ausgezeichnete Arbeit. Ich danke euch.
Signale sind jetzt online. Bitte lassen Sie sie nicht in die Hände des Feindes fallen. Leider haben sich ja Noob und Dingsbums abnudeln lassen. Naja, Mann, ey. Ey, echt schwer hier gerade irgendwas zu reißen. Mit meinem Team hier. Ja, für jedes Gift kriege ich glaube ich nicht mehr zusammen, aber wir werden mal gucken. Ich glaube die nächste, die Zerg-Schwarm werden wir glaube ich nicht überleben, aber... Vielleicht führe ich mich da auch komplett. Letzter Teamfight nehme ich an. Die werden jetzt hier komplett drauf rennen. Anoop und Carrigan mal wieder. Empfohlen. Wieder sind sie tot. Ich sterbe einfach viel zu häufig. Schade. Ja, können wir uns bei Carrigan und bei Anubarak bedanken, die einfach immer reingefeedet sind. Schade. Die waren echt beide richtig schlecht. Haben nicht gut gespielt, sind immer wieder gestorben, haben sich immer wieder abnudeln lassen. Ja, die Gegnerteam auch nicht gut, muss man an der Stelle mal sagen. Der Imperius hat so ein bisschen lala gespielt. Hab mich da leider zweimal von ihm abnüdeln lassen und ja, aber unser großer Schwachpunkt war Carrigan und Anubarak, die einfach richtig scheiße gespielt haben. Lassen sich jedes Mal abnudeln, Carrigan hier zu picken auf der Map ist halt einfach mega dämlich. Aber so ist es halt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.